Aber wir haben jetzt endlich den ersten Angriff hier in diesem Lower Bracket. Wer hier verliert, ist raus. Und guck dir das mal an. Dark on top mit Queen Charge Hybrid. Die Event-Truppen sind ja jetzt alle weg. Ich hoffe natürlich, dass jetzt hier das Gameplay im Hintergrund wieder gefixt wird. Ihr seht, ein bisschen oben schwarzer Rand, unten ein bisschen die Zauber abgeschnitten. Das wird aber, denke ich, definitiv gleich geändert. Nächster Mauerbruch, Nummer 2 und Nummer 3 funktionieren jetzt hier auch. Und damit kommt er hier an den Adler, an den Multi. Aber die Queen muss jetzt hier den Multi bitte nicht skippen. Macht sie hier perfekt. Und dann, hat sie da jetzt noch die Klamburg. Sehr viel Schaden auf der Queen. Aber behält hier die Fähigkeit. Adlerschüsse nochmal on top. Also der hat hier seine Queen absolut im Griff. Ja, für die Taktik bist du ja jetzt auf jeden Fall Experte als Hybridspieler. Sieht man ja sonst nicht so oft, aber jetzt hier direkt zum Start. Nee, und das ist auch sogar der Cartiel-Ansatz, das heißt der Charge in den Adler, währenddessen der Hybrid quasi in den Scatter reingeht, der König-Kaserne außen und dann quasi alles sich am Rathaus trifft. Immer sehr, sehr riskant, weil einiges schief gehen kann. Vor allem der Investurm dort am Rathaus, da braucht er den Frostzauber hinten raus noch übrig. Er investiert er jetzt nicht und das bedeutet, alle Hybrid-Truppen gehen erstmal vom Rathaus weg. Das macht jetzt hier Schaden. Er hat noch die Wächterfähigkeit und die könnte ihm jetzt hier einiges retten. Da kommen auch die Hawks aus der Kaserne mit dazu. Hat er jetzt hier sogar auch noch mit drinne. Perfekter Angriff. Fehlerfrei ausgeführt, hat den Frostzauber noch für den Scatter und die Gladiatoren hinten raus. Das kommt jetzt hier auch perfekt, nachdem die Wächterfähigkeit ausgelaufen ist. Und damit haben wir hier 3 Sterne und einen nahezu perfekten Angriff mit nicht einem einzigen Fehler. Und deswegen hier absolut verdiente 3 Sterne von Belzinger. Auf jeden Fall sehr gutes Timing mit den Hawks aus der Clanburg, dass er die noch genau in die Wächterfähigkeit packen kann. Den Freeze konnte er erstmal nicht werfen, weil der Investor davor im Rathaus stand. Das heißt, er wird auf jeden Fall einmal ausgelöst, wenn er zerstört wird. Jojo und Jojo mit den Super Bowlern unterwegs. Und wir haben jetzt hier auch bei Belzinger Anti-2-Sterne-Basen, die hier echt sehr, sehr beliebt sind. Auch nach den Event-Truppen. Immer noch sehr häufig und jetzt hier auch im Pro-Gameplay. Aber die Base, die kennen wir dann doch schon ein bisschen. Auf jeden Fall eine relativ bekannte Legenden-Base, zumindest außenrum. Das Zentrum weiß ich jetzt nicht, ob da noch was geändert wurde. Vielleicht aber auch nicht. War auf jeden Fall gegen die Event-Truppen ganz stark bzw. oft benutzt. Das ist ja ein bisschen die umgebaute Itzu-Base. Wie du gesagt hast, ich glaube in der Mitte ein bisschen anders. Aber ist ja auch genau der gleiche Ansatz, um hier die Base rauszubekommen. Mit dem Queen Charge, dann werden wahrscheinlich oben die Bowler mit dazu geschickt. Über das Eck, König außen mit dazu, damit sie alles in die Mitte laufen kann. Man sieht das hier nahezu perfekt aus. Mauerbruch muss jetzt noch kommen. Mauerbruch kommt jetzt hier auch. Gegnerischer König wird da auch direkt rausgenommen. Klamburg-Truppen kommen raus. Rocket Loons und Ice Golems jetzt hier nicht ganz so schön für den Angreifer, aber trotzdem hier nicht, glaube ich, das Problem. Sprungzauber sitzt auch. Damit muss jetzt hier noch ein bisschen was in die Mitte gehen und dann sind das hier 3 Sterne. Ja, der Flinger auf 9 Uhr auf jeden Fall auch sehr stark, kriegt den Adler raus. Jetzt muss er noch relativ gut durchs Rathaus-Compartment durchkommen. Das sieht aber so aus, es läuft erstmal nichts in den Rathaus-Poisen. Nee, das ist richtig stark. Und jetzt hier die Queen oben. Mit der Fähigkeit, er hat die Gladiatoren noch und zu dem Zeitpunkt kann er die sogar fast swaggen. Unglaublich viele Zauber noch, Invis-Skelly-Zauber. Damit hier Jojo hier mit den 3 Sternen absolut verdient. Richtig, richtig nicer Angriff und jetzt sehen wir hier diese Kleinigkeiten. Hier werden keine Zauber geswaggt, hier wird nichts geswaggt. Skelly-Zauber, Magier, damit hier die Kanone down geht und man hier noch schneller die 3 Sterne holt, denn man weiß ja, es könnte immer sein, dass irgendwann die Zeit einen Unterschied machen könnte. Und damit jetzt hier das perfekt gespielt. Nächster Angriff.
gleiche Armee, aber anders gespielt, denn mit dem Lock-Launcher, mit diesem Wächterborg, kann ich mir hier vorstellen, dass wir einen Angriff von der gegenüberliegenden Seite sehen. Das heißt, wir sehen hier einmal den Scatter, der hier mit dem Wächter rausgenommen werden soll. Auch ein schöner Lark hier mit dabei. Kleines Detail, immer sehr, sehr angenehm. Auch jetzt hier im Wut kann er hier sehr schnell den Scatter rausbekommen. Wir sind jetzt hier gerade erstmal bei knapp 40 Sekunden Wächterborg. Und er ist schon fertig, muss hier aber auch auf seinen Wächter aufpassen. Boden-X-Boss die ganze Zeit da drauf. Deswegen jetzt hier Frostzauber. Und warum der Frostzauber? Damit hier die Heiler wechseln. Aber der X-Bow bleibt auf dem Wächter. Deswegen jetzt hier der Frostzauber doch nicht ganz so clever gewesen. Jetzt muss er hier aufpassen, dass er hier nicht die Wächterfähigkeit zu früh verliert. Darum zündet er sie jetzt hier eigenständig. Lock-Launcher bis zum Rathaus. Sprungzauber am Anfang genutzt. Und damit jetzt hier geht die letzte Mauer auf. Scheint aber so Richtung Rathaus. Aber jetzt hier ohne die Wächterfähigkeit mit den beiden Multis im Rage. Rathaus jetzt kommt auch noch mit dazu. Das ist ziemlich viel Schaden. Die Bowler sind jetzt hier auch schon weggestorben. Und jetzt hier die Queen mit der Ability. Die holt das Rathaus. Aber danach sieht das nicht ganz so gut aus. Was sagst du? Boah, weiß ich nicht. Also die Base hat natürlich den Vorteil, dass das Rathaus nicht ganz am Ende steht. Und deswegen das Monster-Risiko nicht so groß ist. Aber man muss auch früher dann durch den Rathauspoisen durch. Jetzt kommen auch noch die roten Minen hoch und treffen hier die Heiler. Also da wird wahrscheinlich hinten raus die Power fehlen. Ja, zumal hier eigentlich auch noch drei X-Bows die ganze Zeit gelebt haben. Die Gladiatoren hier auch gar keine Chance. Er hatte noch einen Frostzauber übrig. Den hebt er sich vielleicht für den nächsten Farmangriff auf. Ist natürlich nicht ganz so clever. Und da ja, kommt jetzt hier 62% sind natürlich auch sehr wenig. Ja, das ist richtig. Sehr, sehr schlechte Prozente. Betzinger ist hier so stark in das erste Duell oder in das Duell gestartet. Jetzt hier leider kein guter Angriff. Und es bleibt jetzt hier bei 63%. 2 Sterne für ND. So, und da ist Neprax. Und wir haben hier Bowler Bounce. Und 2 Bowler mit dabei. Erst die erste Luftabwehr hier rausgenommen. Und hier eine. Was ist es? Das ist eine Yeti Blimp. Es ist hier die Yeti Blimp. Damit bekommt der Adler Wutturm Boden-Expo Clanburg gelockt. Wahrscheinlich. Sind wir mal ehrlich, hatte damit einen Ticken mehr gerechnet. Aber die Clanburg, die ist jetzt raus. Damit muss er sich jetzt nicht mehr auseinandersetzen. Hat hier auch einen Plan für 3 Luftabwehren. Also hier die Bowler Bounces auf die Luftabwehr. Perfekt gemacht. Die Queen, die dritte Luftabwehr. Und der König kommt wahrscheinlich mit dazu. Und deswegen werden es hier 4 Luftabwehren, die bereits jetzt schon down sind. Und die E-Drachen nicht nerven. Allerdings sehen wir jetzt hier eine sehr, 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 sehr frühe Wächterfähigkeit. Und das bedeutet, Richtung Rathaus wird es noch ganz schön schwierig. Das wird jetzt hier auch einiges an Zauber brauchen. Oben der Scatter fällt. Rathaus geht jetzt hier down. Wutzauber nochmal investiert. Gegnerische Helden müssen jetzt hier aber dann den Rest rausholen, weil da wird wahrscheinlich nicht viel aus dem Rathauspoisen überleben. Macht es aber weiterhin sehr, sehr stark. Gladiatoren hat er ja auch noch übrig. Vor allem, weil er die Yeti-Plimp am Anfang gespielt hat. Der Adler da nicht aktiv ist. Ist da echt nicht mehr so viel Damage übrig. Modo fällt jetzt hier auch. Und was sagst du? Können das hier schon 3 Sterne werden? Ich denke, mit der Gladiatorin und dem Freeze wird es reichen. Sehr interessant gespielt. Die E-Drachen so ein bisschen aufgeteilt. Also links oder auf 9 Uhr hat er auch nochmal geraged beim Scatter-Compartment, um das rauszubekommen mit 2, 3 E-Drachen und den Rest dann ins Rathaus rein. Und das hat sehr gut geklappt. Und was ich auch immer appreciate bei solchen Plänen ist, eben die Luftabwehren alle rauszubekommen. Das hat er auch sehr schön gemacht. Die Luftabwehr auf 3 Uhr hat ihn eigentlich gar nicht gestört. Da waren ja die Helden und die Drachen, wenn, dann erst ganz am Ende. Aber ansonsten freue ich mich natürlich über jeden, den ich in Helsinki bei der Weltmeisterschaft sehe. Vielleicht können wir dann auch mal mit den Deutschen irgendwann was machen, irgendwie uns verabreden.
Und ja, wird es bestimmt den einen oder anderen geben. Gucken wir jetzt aber erstmal auf den nächsten Angriff. Und da haben wir Dima. Und der fragt sich hier gerade, wo die Base ist. Sehr schöne Blimp, die dahinter das Rathaus zu kriegen. Oh, der zweite Scatter auch noch fast. Aber kurze Frage, wo ist denn die Base? Die ist weg, wobei ein bisschen steht noch. Also Multi hätte ich schon noch gern jetzt mit dem Heldenpart, aber da geht er ja auch rein. Und wenn er den hat, dann sind es drei. Das stimmt. Und jetzt hier Gladiatoren, die nimmt hier den Multi raus. E-Titanen hilft hier. Barbaren kommen hier noch mit dazu. Und ja, 36 Barbaren, ein Eisgolem noch vorhanden, die Helden. Und ja, einzige Problem könnte gegebenenfalls der Modo hinten raus sein. Das ist so das einzige Problem. Jetzt muss er auch so ein bisschen gucken. Gladiatorin geht hier auf die andere Seite. Und deswegen bekommt sie super viel Schaden. Muss sich jetzt hier auch direkt um die Tesla-Farm kümmern. Verliert hier die Fähigkeit. Okay, das er ist... Er hat noch 26 Barbaren, die muss er auf jeden Fall spielen. Ja, eigentlich Mono und so, um vor dem Mono. Aber kommt jetzt hier rein. Und damit, ja, ich meine, nach der Plimp, da kann man das schon fast gar nicht mehr nicht auf 3 Sterne bringen. Deswegen hier, richtig schöner Angriff. GGs von Dima. Schön gemacht. Und damit hier nächster 3-Sterne-Angriff. So, Kronos ist live. Und das ist ein Queen Charge Rückruf Zauber E-Titan Hit. Spielt der hier den Charge für den Multi? Muss aber noch gegenfunneln, oder? Läuft die dann zum Lager weg? Die Sneakies auf der anderen Seite, da wird er wahrscheinlich dann seinen E-Titan Hit einmal vorplanen. Und ja, die Queen. Ich habe schon gesagt, das wird, dass die da zum Multi geht, ganz schön knapp. Doppelschwarze Mine gefunden mit dem, Ballon. Und jetzt zieht er hier die Queen zurück. Ganz interessant. Wir sehen jetzt hier auch einen Beben mit dabei. Und damit kann er jetzt hier das Rathaus und den Wutturm rausbekommen. Richtig, richtig stark. Und die E-Titanen gehen jetzt hier in den Adler. König als Gegenfunnel, damit hier alles richtig läuft. Aber halt, stopp. Der Flameflieger, der muss jetzt hier nach dem Bogenschützen, Bogenschützenturm erstmal aufs Rathaus gehen. Also ansonsten lebt das auch ziemlich lange. Jetzt geht's hier in die Mitte, in den ganzen Damage. Dort die Wächterfähigkeit, damit hier die E-Titanen überleben. Und noch nicht. Jetzt kommt die Wächterfähigkeit. Einen weiteren Wut hat er hier noch. Den wir hier hoffentlich auch noch ziemlich schnell sehen. Aber Rathaus und Wutturm werden jetzt hier auslösen und auch nochmal ordentlich Schaden machen. Ja, der King gefällt mir oben gut für den Scatter, wenn er den denn bekommt. Ist jetzt auch schon fast tot, hat noch den Phönix. Aber Flameflinger aufs Rathaus zusammen mit Titans sieht meistens gut aus. Wollte ich gerade sagen, aber bei dem Angriff, boah, es wird auf jeden Fall knapp. Ja, aber er hat noch einen Headhunter mit dabei. Kladi mit Ability. Und da lebt an sich nur noch ein Boden-X-Bau. Das war's. Und jetzt hier Headhunter mit dazu. Gegnerischen König bekommt er damit raus. Mit dem Yeti, mit der E-Titanen. Phönix oben auch noch am Leben. Er hat noch die Fähigkeit von der Kladi. Das sind hier 3. Und Tribe Gaming hier, nachdem die eben gerade 10 Sterne, 11 Sterne geholt haben. Hier absolut on fire. Und jetzt kann er hier die letzten Gebäude, die sind eigentlich fast alle One-Hit, auch easy rausbekommen. Und damit haben wir hier die 3 Sterne. Tribe Gaming 3 aus 3. Richtig starke Offensiv-Performance von den Jungs. Wie oft ist die Weltmeisterschaft? Wie bei jedem Spiel einmal im Jahr. Allerdings ist das nicht die Weltmeisterschaft, sondern die ESL Snapdragon Pro Series von der ESL. Und das ist ungefähr gleichzusetzen wie die Europameisterschaft. Das heißt, wir haben hier die besten Teams aus Europa. Also EMEA, also Europa, Südafrika und Teile von Asien, von Westasien. Die dürfen hier alle mit dran teilnehmen. Und wir haben jetzt hier Betzinga, ein ziemlich europäisches Team gegen Tribe, was aus Deutschland kommt. Das ist hier quasi unser erstes Duell.
Und jetzt muss er hier aufpassen, Latif. Dass jetzt hier die Queen so läuft, wie er das möchte. Oben Labor mit dem Bogenschützen. Funnel sitzt. Und dann haben wir hier die Hawks und Super Hawks in Kombination. Skelly-Zauber wird hier hoffentlich auch noch investiert. Schwarze Mine schon mal gefunden. Aber das macht er hier wirklich richtig, richtig stark. Mit der Queen im Wutzauber, der geht da jetzt hier down, der Mono. Und der Wutzauber reicht denn jetzt hier auch noch fürs Rathaus. Perfekter kann das hier nicht laufen. Skelly und der Headhunter, um den gegnerischen König rauszuholen. Und jetzt geht's hier oben auch mit den Superhawks und der Gladiatore mit dem Wut Richtung Base-Mitte. Queen währenddessen hat die Fähigkeit verloren. Man muss jetzt hier aufpassen, dass er jetzt hier sie im Rathaus Poison Single-Inferno-Turm, der ja auch direkt daneben weiterhin am Leben hält. Aber auch das sieht hier weiterhin ziemlich gut aus. Es kommt mir vor allen Dingen alles sehr bekannt vor. Also so eine ähnliche Base mit dem gleichen Clan habe ich auf jeden Fall auch schon mal angegriffen. Und gefailt, weil die Hawks nicht genug Power haben, um hier durch den Rage-Turm durchzukommen. Mal sehen, ob es jetzt bei ihm reicht, aber es sieht eher eng aus. Wobei, er hat noch den Invis und kriegt damit den Scatter, aber die Queen stirbt unten weg. Ja, aber jetzt hier die Heiler sterben ihm auch weg. Der Single und Boden-X-Bow. Und der Boden-X-Bow nimmt hier schon die Kladi raus. Und der Wächter, ja, hat hier auch keine Chance. Also es lebt nicht mehr viel. Das große Problem für ihn ist, dass er hier ja noch so einzelne Kanonen-Bogenschützen mit am Start hat. Also ein Laki oder ein Ballon wäre dann nochmal richtig big gewesen. So, jetzt haben wir hier Rick. Sehr, sehr sympathischer, sehr lieb, sehr nett. Ich mag ihn wirklich sehr. Und der zeigt uns jetzt hier einen Skelly-Donut. Man muss aber aufpassen, denn der Scatter, der schießt ihm hier gerade seine ganzen Skelette ab. Hat noch einen weiteren Invis. Kann er das jetzt hier retten? Und die Antwort ist nein. Klamburg fällt die hier nicht. Oder? Oder? Oh no. Ein HP. Oder zumindest sagt mein Auge da ein HP. Drei Bauhütten da auch dran. Und das ist natürlich jetzt unglücklich. Hat auch keinen Giftzauber natürlich mit dabei, weil er hier dachte, dass er die rausbekommt. Und spielt das Ganze mit Lano. Das heißt, eigentlich ist jetzt alles gefährlich, was da rauskommt, außer Eisgolems. Und ein Lava-Hund wäre vielleicht auch nicht so schlimm. Gladiatoren wird ja auch sehr, sehr früh beim Heldenpart mitgespielt. Ein König bekommt auch nicht den Multi. Jetzt muss er hier so langsam richtig doll aufpassen, dass dieser Angriff so läuft, wie er das hier sich vorstellt. Denn die Queen muss dann noch bis zum Rathaus kommen. Klamburg-Truppen kommen jetzt raus. Eisgolems auch. Headhunter. Und das bedeutet Queen-Ability zünden. Und Adlerschüsse auch nochmal on top. Das Rathaus wird hier nicht fallen. Ist sehr bitter gelaufen für ihn. Er hat sich mit dem Sui einiges vorgenommen. Und jetzt, wo die Klanburg nicht draußen ist, kaum eine Chance, da das Rathaus zu bekommen. Und jetzt muss er improvisieren. Hat auch noch nicht die Prozente, um das Rathaus hier anfliegen zu können. Und deswegen jetzt hier ein Hund und ein kleiner Lalo in Richtung Adler X-Bow möchte hier rausbekommen. Vor allem aber natürlich den Adler, die Prozente hier außen. 50% braucht er. Die hat er hier noch nicht ganz erreicht. Er startet aber jetzt schon mit dem Lalo ins Rathaus. Wächterfähigkeit. Hebt er sich hier auf, spielt es hier. Oh, macht es sogar clever. Mit dem Skelly-Zauber hier das Rathaus aktivieren. Hier gar kein Risiko eingehen. Und jetzt hier mit dem Eilzauber geht's Richtung Rathaus. Wir müssen hier aufpassen, es ist kein Wutzauber. Und jetzt kommt hier sogar noch die Nado mit dazu. Oh. Er hat noch einen Frost. Und damit sollte es jetzt hier reichen, hoffe ich, dass ich ihn hier nicht gejinxt habe. Aber Rathaus fällt hier. Und wir haben hier einen ganz, ganz großen Fail von Rick, den man so gar nicht von ihm kennt. Und ja, auch das werden hier echt schlechte Prozente. Wächter kann auch noch ein bisschen was holen, aber das lief nicht gut. Ja, noch die zwei Sterne gerettet. Ich hatte kurz Angst, als die Tornadofalle aktiv war. Man überschätzt immer die Loons am Rathaus ohne Zauber. Und wenn da die Wächterfähigkeit ausläuft und er keinen Freeze mehr hat, dann bekommen die da gar nichts, aber es hat noch so eben gereicht. Könnt ihr mal reinschreiben, wann ihr mit Rathaus 16 rechnet?
Gute Frage. Es gibt ja immer 4 große Updates im Jahr. Also nächstes Jahr, 2. oder 3. Quartal wahrscheinlich. Ich darf ja spekulieren. Ich habe keine NDAs oder so unterschrieben. Die Frage ist nur, welches? Müsste man mal gucken, wie das vorher so war in den letzten Jahren. Ja, ich dachte, es wären 18 Monate gewesen. Es ist es ist zwischen 16 und 18 Monate. Also ein Zeitfenster, was sich Supercell da normalerweise immer lässt. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal hier so langsam ein bisschen auf den Angriff drauf eingehen, denn der sieht richtig gut aus. Mit dem Flameflinger da unten einiges bekommen. Jetzt hier noch 2 Wutzauber. Den einen jetzt hier Richtung Rathaus, dann noch einen Frost und Invis. Und jetzt hier der Stun, auch wirklich wunderbar. Gegnerische Gladiatoren fällt hier auch. Und bis jetzt hier auch die Truppen echt nett unterwegs für den Angreifer. Nicht im Rathaus poisen. Flameflinger-Truppen sind hier auch noch am Start. Und deswegen mit dem Frostzauber, mit der Queen-Ability, mit der Gladi-Ability würde ich hier eigentlich schon 3 Sterne sagen. Yes, auch noch die Gladiatorin sehr stark oben, wie sie den Multi rausnimmt. Seine Heiler sind jetzt hier noch im Multi, aber das sollte keinen Unterschied machen. Ich würde vielleicht sogar noch mal freezen. Okay, nee, Digi ist dann, never mind. Das sind 3. So sieht's aus. Jetzt hier Queen auch immer noch mit der Ability. Super Lucky ist hier aus dem Flameflinger noch mit dazu. Und damit hier 13 Sterne für Bad Singer. Aber jetzt hier die Tornadofalle gefunden. Schwarze Minen, rote Minen. Und geht jetzt hier das Rathaus down. Er frostet nochmal. Und die Yetis laufen raus. Nicht mehr im Rage. Die Queen Ability verliert er hier auch. Oh oh, was ist hier gerade mit Tribe los? 3 aus 3 gestartet. Und jetzt hier in beiden Angriffen geht hier einiges schief. Rathaus fällt hier nicht. Golem da nochmal geplatzt. Der Mauerbrecher macht hier auch nicht wirklich auf. Jetzt kommt aber die Queen zum Rathaus. Muss aber jetzt hier investieren, so viel Schaden. Aber auch der König da nicht ansatzweise den Scatter bekommen, muss jetzt hier nochmal das Rathaus frosten. Also das ist hier gerade retten und noch mehr retten angesagt bei Exo und Tribe Gaming. Und wir erinnern uns, er muss jetzt hier so 80% schon erreichen. Ohne Queen Ability dort, letzte Zauber investiert. Und die Hawks müssen jetzt hier den Unterschied machen. In der Wächterfähigkeit auch nur ein paar Hawks gewesen. Jetzt hier der Mono auch auf der Queen. Queen geht hier gleich down. Nur noch die Gladiatoren übrig. Und er ist hier gerade mal bei 50%, 2 Sternen. Wirft hier Tribe Gaming gerade das Duell weg. Sicher geglaubter Sieger. Und ist jetzt hier raus. Das ist auf jeden Fall ein dicker Fail. Das ist ein richtig dicker Fail. Und das ist der Sieg für Bad Singer, oder? Sehr bitter für Tribe, dass sie hier direkt rausfliegen. Die ersten beiden Matches verlieren. Gegen Strut schon verloren, das ist der Lower Bracket. Deswegen jetzt hier raus. Tribe Gaming verliert hier 13-13 auf Prozente.